Du möchtest noch erfolgreicher oder vielleicht noch schneller erfolgreich werden, als du schon bist? Dann bist du heute hier richtig, wie eine Mastermind-Gruppe deinen Erfolg steigert oder vielleicht gar beflügelt. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und vor über 20 Jahren habe ich mich genauso wie du vielleicht heute selbstständig gemacht. Und da saß ich zu Hause in meinem Wohnzimmer und habe ein Buch in die Hand bekommen, was mir empfohlen hat, eine Mastermind-Gruppe zu gründen. Und das habe ich gemacht. Und auch das ist einer der vielen Gründe, weshalb ich vielleicht schneller erfolgreich geworden bin als andere. Nun, was ist genau eine Mastermind-Gruppe? Wenn du das Buch gelesen hast von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich, dann hat er ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, wie eine Mastermind-Gruppe funktioniert. In seinem Buch hat er das Brain Trust genannt, also Gehirnvereinigung oder Meeting. Ansammlung. Und das ist letztendlich nichts anderes als eine Menge von 5 bis 8 Personen, die sich mit dir zusammensetzen, regelmäßig zusammensetzen, um deine momentanen Engpässe, deine Themen, deine Probleme, deine Ziele zu behandeln und gemeinsam daran zu arbeiten, dass du erfolgreicher wirst. Wenn du genauso wie Napoleon Hill es empfiehlt, eine Mastermind-Gruppe gründen willst, dann gebe ich dir jetzt ein paar Hinweise und auch eine Anleitung, wie du selbst deine Gruppe organisierst, aufbaust und die richtigen Menschen findest, mit denen du dann deinen Erfolg konstruierst. Die Dauer eines solchen Treffens sollte nicht länger als 90 Minuten sein, aber mindestens 60 Minuten brauchst du schon, damit alle rankommen. Denn so eine Mastermind-Gruppe, die hilft nicht nur dir alleine, sondern jeder hilft dem anderen und damit ist allen geholfen. Als Ort ist es völlig egal, wo du dich triffst. Es sollte nur ruhig sein, ungestört sein, keine Geräusche von außen, auch nicht unbedingt ein Kellner, der immer dazwischen kommt, sondern ein Raum, der abgeschieden und ruhig ist, wo du einen Tisch in der Mitte hast und die Menschen im Kreis herumsitzen können. Ich habe damals meine erste Mastermind-Gruppe oder auch Success-Team genannt, in einem Wohnzimmer bei mir zu Hause gemacht. Es gab ein bisschen was zu trinken, wenig Ablenkung, keine Musik, keine anderen Menschen und so war eine kreative Gemeinschaft gut geschaffen. Das nächste, was du dann brauchst, ist eine Leitung, dass eine Person moderiert, sprich eröffnet, begrüßt, vielleicht auch einlädt und dann auch sicherstellt, dass jeder das gleiche Maß an Zeit bekommt. Denn wenn du zum Beispiel zu 5 bist und 60 Minuten nicht triffst, nun, dann wirst du schnell feststellen, dass jeder nur 10 bis 12 Minuten hat. Und damit diese Zeitkontingente gut verwaltet werden, damit jeder das Gleiche bekommt, brauchst du einen festen Leiter. Das kann immer der gleiche sein, das kann aber auch wechseln, dass jeder von den Personen das einmal durchführt. Als nächstes Instrument brauchst du einen Timer, denn die Phasen, die ich dir gleich vorstellen werde, sind zeitlich so eng getaktet, dass jeder die gleiche Chance hat, auch ranzukommen. Vom Ablauf des Treffens sieht es nun so aus, dass nach einer kurzen Begrüßung durch den Leiter alle Teilnehmer kurz eine Minute Zeit bekommen, die mit einem Timer überwacht werden, für seine Ziele, die erreicht wurden, seit dem letzten Treffen. Jeder sagt also, habe ich das geschafft? Was habe ich geschafft? Welche Erfolge hatte ich? Was hat mich möglicherweise abgehalten? Und wo wurde ich erfolgreich? Das dient einfach dem positiven Aufbau des Unterbewusstseins, um ein Mensch zu werden, der mehr Erfolge in Erinnerung hat als Misserfolge. In der zweiten Phase oder auch hier B-Phase genannt, bekommt nun jeder der Teilnehmer 5 oder 6 Minuten. Das kann man danach festlegen, wie viele Teilnehmer da sind. Je weniger da sind, desto mehr Minuten können hier in der Phase B gegeben werden. In dieser B-Phase ist es nun so, dass jeder eingeladen ist und sich vielleicht auch vorbereitet hat, was sein Thema an dem Tag ist. Zum Beispiel kann das Thema sein, wie kann ich mehr Kunden gewinnen? Oder wie kann ich mehr Folgeumsätze generieren? Oder wie kann ich mich als Experte am Markt aufstellen? Oder wie kann ich mehr Mitarbeiter finden? Oder wie kann ich umgehen, sodass mein Betrieb besser kostenstrukturiert aufgestellt ist? Also jeder ist eingeladen, ein Thema in die Gruppe zu bringen und dann überwacht die Leitungskraft, dass nur konstruktive Ideen reingegeben werden, also von allen Teilnehmern Ideen und das nicht kritisiert wird. Das bedeutet, alle anderen Teilnehmer helfen aus ihrer Welt heraus mit Ideen, mit Vorschlägen, mit Ratschlägen. Und derjenige, der in der Phase B sein Problem eingebracht hat, der hat den Mund zu halten. Es sei denn, er hat etwas nicht verstanden. Dann kann er nachfragen, was genau meinst du damit? Was keinesfalls passieren sollte, ist, in Diskussion zu gehen, in Disput zu gehen und zu sagen, das ist ja Quatsch oder das ist ja Müll oder so eine blöde Idee. Es wird also nicht bewertet, es wird keine Diskussion gestartet, sondern es wird gesammelt. Eine klassische Brainstorming-Situation. Wenn nun alle Teilnehmer einmal die Phase B durchlaufen haben, dann kommt die dritte Phase, die Phase C. Hier achtet der Leiter wieder darauf, dass jeder 60
bis maximal 120 Sekunden, also 1 bis 2 Minuten Zeit hat, um den nächsten Schritt festzulegen. Am besten wäre es hier vorzugehen nach der SMART-Methode, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, mit Frist, also terminiert, zu sagen, was nehme ich mit, was ist mein nächster Schritt, was will ich alles erreicht haben, wenn wir uns wieder treffen in 2, 3 oder 4 Wochen. Nun, an welchem Rhythmus ihr euch trefft, ob ihr euch alle 3 bis 4 Wochen oder Tage oder Monate trefft, das müsst ihr selbst für euch rausfinden. In der Regel kann es hilfreich sein, wenn man ganz am Anfang ist und viele neue Projekte startet, dass man sich vielleicht häufiger trifft. Wenn man aber schon größere Projekte am Laufen hat und schon etwas sicherer geworden ist, gut, dann trifft man sich vielleicht alle 4 Wochen oder alle 6 oder 8 Wochen, legt das gemeinsam fest und der Leiter, der sorgt dann dafür, dass das umgesetzt wird und die Termine freigehalten werden, der Ort gewählt wird, dass alle eingeladen werden, dass die Sitzung auch stattfindet. Nun, die letzte Frage ist, wie viele Personen und wer ist überhaupt geeignet? In der Regel ist es am besten, wenn ca. 5 bis 6 Personen dabei sind, aber mindestens 4 bis maximal 8 Personen, keinesfalls mehr, weil sonst die Zeit nicht eingehalten werden, weil nicht alle dann die Möglichkeit haben, durch die Phasen zu kommen und dann einer leer ausgeht. Das erste wichtige Kriterium, auf das du achten solltest, dass die Menschen ein Ziel haben, ein Vorhaben, also irgendeinen Grund haben, sich weiterzuentwickeln. Denn das setzt die Motivation frei, überhaupt dauerhaft an so einem Kreis auch mitzuwirken. Die zweite Eigenschaft, die die Personen haben sollten, ist, dass sie zuverlässig sind. Denn nichts ist Schlimmeres, als wenn du so eine Gruppe organisierst, einlädst und dann kommt einer entweder immer zu spät oder gar nicht. Das heißt, du solltest Personen haben, die sich diesen Timeslot, diesen Terminslot in deinen Terminkalender nicht nur eintragen, sondern auch einhalten. Und zwar am besten das ganze Jahr durch. Denn wenn du dich alle 4 Wochen triffst, dann hast du einmal im Monat ein Treffen. Und das sollten auch alle verbindlich einhalten, vielleicht für den Anfang, für einen Zeitraum von 6, 9 oder 12 Monaten. Das dritte Kriterium, wonach du dein Team dort aufstellen solltest, ist, dass diese Menschen nicht nur Hilfe annehmen können, also auch damit umgehen können mit dem Input, sondern vor allem auch Hilfe gerne geben. Denn davon lebt die Gruppe, dass alle einander helfen. Der letzte wichtige Punkt, vielleicht der wichtigste, dass du Menschen hast, die in der Lage sind, sich selbst zu motivieren, die in der Lage sind, andere zu motivieren, die selbst ein hohes Maß intrinsischer Motivation haben. Denn ansonsten hast du schnell jemanden in der Runde, der sagt, ach, das geht doch nicht, oder das klappt doch nicht, was hätte noch keiner geschafft, und das ist ja Quatsch. Sondern du brauchst Menschen, die sagen, wenn du dir das vorstellen kannst, dann kannst du es auch machen, das hat schon Walt Disney gesagt. Ich glaube fest daran, dass dem Gehenden der Weg bereitet wird. Wir haben nur die richtige Lösung noch nicht gefunden. Oder wie es Thomas Alva Edison gesagt hat, ich habe 10.000 Wege gefunden, wie es nicht geht. Und das hat mich dem Schritt näher gebracht, der dann zum Ziel führt. Du brauchst Menschen, die Freidenker sind, die motiviert sind, die an die Zukunft glauben, die in der Lage sind, kreativ zu sein. Zusammengefasst baust du dir deinen eigenen Brain Trust, deine eigene Gehirnversammlung auf, die dich unterstützt, aber jeder von den anderen auch unterstützt wird. Das bedeutet am Anfang, wenn du das initiierst, ein bisschen Orga-Arbeit, dass du einen Raum hast, die Leute einlädst, zum Termin findest, ein bisschen was zu trinken hinstellst, für Ruhe sorgst. Aber der Mehrwert ist natürlich immens, denn das, was du machst, ist in dem Fall nicht Crowdfunding, dass du Geld von der Gruppe bekommst, sondern du machst Crowd-Resourcing oder Crowdsourcing. Du nutzt also aus der Gruppe, aus der Menschenmenge die Fähigkeiten, die Ressourcen, die Ideen, die Lösungsvorschläge und die Methoden, die jeder schon hat, und integrierst sie in dein Leben. Und du wiederum lässt andere teilhaben an deinen Erfahrungen, an deinen Erkenntnissen, an deiner Weisheit. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, so eine Mastermind-Gruppe bei dir zu installieren und überhaupt deine Ideen, deine geschäftlichen Ideen voranzutreiben, so kannst du gerne auch die Profi-Experten heranziehen, indem du einen Gutschein nutzt für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir haben über 40 Experten bei uns im Team, die alle zugelassen, zertifiziert sind, sodass du auch Fördermittel dafür bekommen kannst, zwischen 50% bis 100%. Also kannst du auch deinen Profi-Experten, Brain Trust oder Mastermind schaffen, ein Beraterteam von Menschen, die dich unterstützen, und zwar egal, wo du in Deutschland bist. Deshalb bewerte uns gerne jetzt mit einem Daumen hoch, abonniere unseren Kanal, empfehle uns weiter und vor allen Dingen sichere dir jetzt dein kostenfreies Erstgespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Mastermind-Gruppe, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten, und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst, und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.